Aber es ist gar nicht so einfach, dieses besondere Organ zu beschreiben. Bei anderen Organen fällt das nicht so schwer. Was das Herz macht, können sich alle gut vorstellen. Es ist eine Pumpe, die unermüdlich das Blut durch den Körper pumpt. Der Darm hat die Aufgabe, die Nahrung, die wir zu uns nehmen, zu verdauen. Mit der Lunge atmen wir. Doch was macht das Gehirn? Das Gehirn ist das Organ der Seele. Es ist das Organ, mit dem wir zum Beispiel sehen, hören, riechen und die Welt ertasten. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, wie kann das sein? Sehen wir nicht mit den Augen, hören wir nicht mit den Ohren, ertasten wir die Dinge nicht mit den Händen? Naja, schon. Augen, Ohren und Hände sind daran sehr wohl beteiligt. Jedoch geben sie all ihre Informationen, die sie von außen empfangen, direkt an das Gehirn weiter. Über kleine Kabel, die wir Nervenleitungen nennen, gelangen die Informationen vom Auge, von den Ohren und von der Haut zum Gehirn. Und erst im Gehirn entstehen dann die Farben, die wir sehen. Erst im Gehirn entsteht die Melodie eines Liedes, die wir hören. Und erst im Gehirn entsteht der Duft der Rose, den wir riechen. Alles, was wir erleben, wird im Gehirn abgebildet. So ein wenig wie mit einer Fotokamera. Und die Bilder werden dann im Gehirn gesammelt. All diese Bilder und Eindrücke aus der Außenwelt werden im Gehirn dann gespeichert, wie bei einem Computer. Und diese geniale Fähigkeit nennen wir das Gedächtnis. Und wenn dieses Gedächtnis nun die Bilder, die es zuvor abgespeichert hat, wieder aufruft, entstehen unsere Gedanken. Sehr schön kann man das auch am Beispiel des Träumens sehen. Wenn wir träumen, wir haben die Augen geschlossen. Wir schlafen tief und fest. Aber unser Gehirn erzeugt Bilder und Töne. Es fühlt sich an, als würden wir es gerade wirklich erleben. Und dabei schlafen wir. Das zeigt wundervoll, wie das Gehirn diese Bilder erzeugen kann. Aber nicht genug damit. Auch werden vom Gehirn wieder über kleine Kabel, über kleine Nervenleitungen Befehle an den Körper gegeben. Und die führen dazu, dass der Körper sich bewegt. Das alles, also was wir erleben, was wir denken, was wir fühlen, aber auch unsere Bewegungen entstehen durch unser Gehirn. Und nun möchten wir euch verschiedene Teile des Gehirns etwas näher vorstellen. Den ersten wichtigen Teil nennen wir den Hirnstamm. Wir fangen also unten an. Um diesen Hirnstamm zu sehen, müssen wir einige andere Hirnteile entfernen. Und dann erst haben wir freie Sicht auf den Hirnstamm. Die zwei blauen Säulen, die ihr nun gleich sehen werdet oder gerade seht, sie stehen nur stellvertretend für viele solcher Säulen, die es hier in Wahrheit gibt. Das heißt, der Hirnstamm ist voll von solchen Säulen, weil er nämlich sehr viele Aufgaben zu erfüllen hat. Und was macht dieser Hirnstamm? Er hilft uns zu überleben. Das heißt, ganz viele Dinge, die wir alle ständig machen, die Atmung, also wir atmen, wie ihr in diesem Moment, wo ihr mir jetzt zuschaut hier und uns zuschaut, das Schlucken, aber auch der Herzschlag, alles das läuft
ohne dass wir darüber nachdenken müssten. Es läuft von selbst und der Hirnstamm kontrolliert das alles. Das Herz ist ein schönes Beispiel. Habt ihr eine Idee, wie oft euer Herz an einem Tag schlägt? Über 100.000 Mal. Auch die, die noch kein Rechnen in der Schule hatten, können sich sicher vorstellen, dass das unvorstellbar viel ist. Und unser Hirnstamm überwacht das. Unser Hirnstamm sorgt dafür, dass unser Herz schneller oder langsamer schlägt. Ist das nicht toll? Aber es gibt noch etwas, was der Hirnstamm kann. Stellt euch vor, was würde geschehen, wenn in diesem Moment direkt neben mir etwas ganz laut knallen würde. Ich würde mich augenblicklich dorthin wenden. Ich würde sofort dahin schauen und das würde ich tun, ohne vorher darüber nachgedacht zu haben. Ich überlege auch nichts und es geschieht automatisch. Und genau dafür sorgt unser Hirnstamm. Der Hirnstamm macht das ganz von selbst und ganz super schnell. Das also sind ganz wichtige Funktionen. Das heißt also, wenn etwas Gefährliches geschieht, zum Beispiel wir sehen eine giftige Schlange, dann sorgt unser Hirnstamm dafür, dass wir extrem schnell zur Seite springen, ohne darüber nachdenken zu müssen? Exakt. Wow, das ist wirklich toll und sehr praktisch. Okay, das war der Hirnstamm. Jetzt gehen wir nach oben und kommen nun zum Großhirn. Unten der Hirnstamm, oben das Großhirn. Und es heißt so, weil es tatsächlich auch der größte Teil unseres Gehirns ist. In diesem Großhirn haben wir zwei unterschiedliche Anteile. Zum einen haben wir den Teil, auf den wir blicken, wenn wir nun von außen drauf schauen, auf das Großhirn. Es ist die Oberfläche mit den vielen feinen Linien und Rillen und den vielen kleinen Hügeln zwischen den Rillen, die ihr sehen könnt, wenn ihr nun auf diese Oberfläche schaut. Hier oben werden die ganzen Bilder gespeichert, die unser Gehirn erlebt hat. Hier oben werden sie aufbewahrt. Alles, was wir gelernt haben, unser Gedächtnis, ist in weiten Teilen hier oben zu finden. Mit diesem Hirnteil denken wir und von hier aus lenken wir unsere Bewegungen. Aber es gibt noch einen zweiten Teil des Großhirns. Und um den sehen zu können, müssen wir eine Hälfte des Großhirns zur Seite schieben. Und dann blicken wir auf die Mitte. Und ich habe in diesem Bereich die Felder rot eingefärbt, die ich nun beschreiben möchte, damit ihr genau seht und erkennen könnt, wo sie liegen. Diese roten Felder nun sind es, die zuständig sind dafür, dass wir Gefühle empfinden. Hier also entstehen unsere Gefühle. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Übrigens, in der Medizin nennen wir diesen Bereich das limbische System. Diejenigen von euch, die vielleicht mal Medizin studieren möchten und Ärzte oder Ärztinnen werden möchten, können hier schon mal anfangen mit dem medizinischen Lernen. Das limbische System ist ein wunderschöner Begriff für den Einstieg in die Medizin. Und in diesem Bereich, in dem also unsere Gefühle entstehen, also in diesem limbischen System, gibt es wiederum ein kleines Teilchen,
das hier besonders wichtig ist. Und deshalb möchte ich es nochmal gesondert hervorheben. Das ist die Amygdala. Ein ganz besonderer Name für einen ganz besonderen Hirnteil. Die Amygdala klingt fast ein wenig wie eine Zauberformel. Im Film neben mir erscheint die Amygdala nun gleich rot, damit ihr sie auch gut erkennen könnt. Diese Amygdala hat die Aufgabe, Bedrohungen und Gefahren zu entdecken und darauf schnell zu reagieren. Und damit schützt sie uns. Und wenn die Amygdala Alarm schlägt, dann entstehen am Ende Gefühle, die uns spüren lassen, dass es gerade gefährlich ist. Das macht natürlich deutlich, warum wir eigentlich Gefühle haben. Gefühle teilen uns mit, ob das, was wir gerade erleben, für uns gut oder schlecht ist. Das limbische System fragt also, ist etwas gefährlich oder angenehm? Und dann bekommen wir ein Gefühl, das uns eben spüren lässt, ob etwas angenehm und schön oder aber bedrohlich und gefährlich ist. Das heißt, unsere Gefühle sind etwas ganz Wertvolles, da sie uns helfen, uns zu orientieren. Über sie erfahren wir, was für uns gut und was für uns nicht gut ist.